Bahn, Freunde, hier ist wieder der Jürgen aus dem schönen Schlangenbad. Ich melde mich mal aus der Sommerpause. Anlass ist eine Neuvorstellung einer Lokomotive, die ich heute präsentieren möchte. Dazu unternehmen wir heute einen kleinen Ausflug nach Luxemburg und ihr werdet gleich sehen, um welches Fahrzeug es sich handelt. So, da ist das gute Stück eingetroffen. Heute mit einem Umleiter-IC, der über Osterburgen weiter nach Frankfurt, Mainz, Koblenz, Cochem, Trier und dann Richtung Luxemburg unterwegs ist. Es handelt sich dabei um die neue Arnold 181.2, die frisch ausgeliefert wurde, hier in der verkehrsroten Version und mit dem Namen Mosel versehen. Insgesamt ein sehr schönes Modell, muss ich sagen. Ich habe seit langem mal wieder eine Arnold-Lok gekauft. Ich bin lange Abstinenz gewesen, habe immer nur von Fleisch mal Minitrix Hobby Train Pico gekauft. Aber das Modell von Arnold hat mich doch sehr interessiert und ich habe mich zum Kauf entschlossen. Also wirklich klasse nachgebildet. Auch die beiden unterschiedlichen Stromabnehmer. Wir sehen einen vorne aufgebügelt. Das ist der Stromabnehmer eben für 15 kV 16 2/3 Hertz mit einer Wippenbreite von 1,95 m. Und hinten hat die Lok einen Stromabnehmer für das 25 kV 50 Hertz Netz, eben nur mit einer Wippenbreite von 1,45 m. Das liegt einfach daran, dass der Zickzackverlauf bei den 25 kV Leitungen eben nicht so breit ist und deswegen haben die auch kleinere Wippen. Ja, was wir jetzt hier hören, ist das klassische Netzbrummen einer 16 2/3 Hertz Spannung, also sehr gut nachgebildet, muss ich sagen. Auch wenig Störgeräusche, wie sie zum Beispiel bei Minitrix vorzufinden sind, da rauscht es ja eigentlich nur. Das ist wirklich eine tolle Sache. Ein Highlight ist zum Beispiel auch die Maschinenraumbeleuchtung. Ja, die hier, man sieht das, Leuchtstoffröhrenimitation, flackern am Anfang und halten sich dann ein. Also wirklich eine klasse Sache. Insgesamt, was ist zur Baureihe 181 zu sagen? Eben eine Zweisystem-Lok. Auffallend ja, der niedrigere Lokkasten. Das liegt einfach daran, dass das Profil in Frankreich nicht so hoch ist, also niedriger ist. Und natürlich auch die Isolationsabstände zur Oberleitung bei 25 kV dementsprechend groß sein müssen. Weil je höher die Spannung, desto weiter springt hier auch mal ein Blitz über. Tja, und dann wollen wir auch mal losfahren. Wir wollen ja noch nach Luxemburg. Also, wo ist der Zugbegleiter? Ah ja, und los geht's. Ja, und nun erleben wir die neue 181 auf der freien Strecke, in der Steigungskurve, da kommt sie. Ja, kleiner Nachteil, die ist halt nicht so zugkräftig, also sie schafft hier nur 5 IC-Wagen. Ja, da ist die 101 doch schon deutlich im Vorteil, das muss man einfach sagen, durch das Gewicht. Tja, da ist er wieder. Also, das ist wirklich ein gelungenes Modell, kann ich nur immer wieder sagen. Und ich hoffe, dass euch die kleine Neuvorstellung hier gefallen hat und würde mich also freuen, wenn ihr auch beim nächsten Video wieder dabei seid. Und ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Samstagnachmittag und tschüss.